Guten Tag, willkommen zurück bei einer neuen Episode 7 Days to Die. Tag 28, morgens 1.08 Uhr und ich bin unten in meiner kleinen Höhle. Verbringe die Nacht wieder mit den Abholzen oder Abentsteinen. Kohle raushauen und Sand abschöppen. Man kennt das ja. Parallel werden die Spikes vorbereitet, weil eben die Horde ansteht. Und dafür muss alles vorbereitet werden. Ich glaube, die Wand will ich da lassen. Die finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten, in der Episode wird vor allen Dingen eins gemacht. Die Vorbereitung natürlich auf die Horde. Das heißt, wenn es gleich 4 Uhr ist, geht es hoch. Dann werden Bäume gefällt. Es werden Spikes gebaut und verlegt. Und mal überlegt, ob ich irgendwas anderes noch machen kann. Ich wüsste jetzt spontan allerdings nicht, was. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da großartig noch machen könnte, um eine weitere sichere oder Sicherheit zu haben vor den Zombies. Jawohl, Level up. Cool. Ich könnte dementsprechend jetzt so weit fortschreiben, dass ich wenigstens die Workbench craften kann. Das könnte ich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Einerseits ja, ich hätte gern die Workbench, weil es halt wirklich praktisch ist. Aber andererseits, eventuell gibt es Wichtigeres. Da werde ich mich wohl einfach mal nach der Horde mit beschäftigen müssen, weil bis dahin heißt es wirklich alle Konzentration auf die Horde. Weil da möchte ich nicht unbedingt sterben. Ich möchte die schon wieder gemütlich überstehen, so wie es bei den vorherigen auch war. Aber vielleicht gibt es ja neue Zombies jetzt an Tag 28. Wir werden es sehen. Okay, wir haben hier so mal eine kleine Höhle ausgehoben. Ich werde wahrscheinlich auch sogar Spikes auf meinen Aufgang setzen, nachdem ich oben bin. Falls die Zombies nämlich den Weg nutzen wollen, da sie auch ordentlich Schaden kassieren. Vielleicht wäre es auch schlau, meine Tür noch aufzuwerten. Wo ich drüber nachdenke. Gibt es vielleicht hier noch Eisentür? Geschmiedetes Eisen 10 Stück? Ah, nicht unbedingt. Ich will halt wirklich später auf die Brücke, weil ich finde die einfach cool. Die Zugbrücke. Aber dauert halt noch, bis man da hinkommt. Und ob ich da überhaupt hinkomme, weiß man auch nicht. Das steht noch in den Sternen. So, wir haben Potassiumnitrat. Wir haben ein paar Spikes. Wir gehen Holz holen. Wir könnten noch mal ganz schnell hier das Werkzeug reparieren. Einmal reparieren, bitte. Dankeschön. Dich können wir auch reparieren. Ansonsten brauchen wir euch erstmal nicht. Weil ich komplett nur Bäume fälle. Zunächst einmal, sollte ich ein Tier finden, würde ich natürlich das auseinandernehmen, ist ja ganz klar. Wie sieht es denn hier mit Essen und Trinken aus? Wie zufrieden bist du? 84 und 80. Nehmen wir mal was von mit. Ja, zu essen habe ich halt nicht viel. Ich glaube auch nicht, dass ich so großartige Rezepte habe. Gebackene Kartoffeln. Da fehlen mir die Pilze. Apropos Pilze. Ich habe doch welche angebaut. Sind die hier gewachsen?
Habe ich nicht hier irgendwo angeklebt? Doch, hier. Coole Sache. Kann ich aus dir auch Saat machen? Pilzsporen? Ja, kann ich aber noch nicht. In Ordnung. Das ist dann ebenfalls was, was gemacht werden muss. Dich hier könnten wir noch mit Eisen aufwerben. Wunderbar. Gut, machen wir vielleicht noch, wenn wir uns da so ein bisschen Eisen mitnehmen wollen. Vorher heißt es, hier noch die Bäume fällen. Und was trinken. Und weg mit den Bäumen. Wir brauchen eine freie Sicht in der Nacht. Ich bin ja echt ein Fan der Steinaxt, weil sie halt einfach das Universalwerkzeug quasi ist. Ich kann damit Steine kloppen, aber eben auch Holz. Während ich für die normale Feuerwehraxt und für die Pickaxe jeweils ein extra Slot bräuchte. Das gefällt mir nicht. So, du gibst mal Ruhe. Ich will erst den Hund loswerden. Weil der letzte hat mich getötet. Und das heißt, wenn du los weg bist, habe ich da keine Sorge mehr. Bin ich ganz ehrlich. Er hat zu weit rechts bist du gewesen. Komm hierher. Ja, komm her. Ich will dich töten. Du hast mich schon ein Leben gekostet. Wenn nicht sogar zwei. Du kostest mich zwar jetzt eindeutig Zeit, aber ich meine, ich habe schon die Frames, die Spikes soweit vorbereitet. Von daher kann ich mir die Zeit nehmen, dich erst zu töten. Prinzipiell tut es mir leid. Aber du bist nervig. Und es gibt Fleisch. Das ist immer gut. Und zwar richtig gut Fleisch. Vielen Dank. Vier Opfer. Sobald ich einen Hund höre, kriege ich so einen leichten Schauer. Oder den Wolf. Sofort dieser Modus irgendwo hochgehen, verstecken. Außer Distanz töten. Nicht in den Nahkampf übergehen. Ich muss mal gucken, ob ich die links von mir die Bäume stehen lasse und jetzt auf die da vorne erstmal gehe, wo die Zombies sind. Heißt natürlich, ich muss erst die Zombies töten, aber nehme ich mit. Ich habe das Gefühl, ich habe den Ingame-Sound für mich zu laut. Ich weiß nicht, wie ich ihn im Endeffekt im Video angepasst habe. Aber ich höre die Zombies direkt neben mir, obwohl sie da vorne rumtouren.
Das wäre früher ein richtig schöner Tötungsbaum gewesen. Ja, ist ja gut, ich höre dich ja. Könnten Sie bitte sterben? Die Frage ist, bekomme ich die XP, wenn er am Feuer stirbt? Ich weiß es nicht. Da hinten die Bäume sind egal. Ich glaube, die hier müssen eher weg. Zumindest teilweise. Nicht unbedingt alle. Ganz so dringend ist es nicht, aber... Ich höre halt den Typen echt direkt neben mir. Und er bewegt sich ja schon so selten. Da vorne ist noch eine Cheerleaderin. Die werden wir dann auch nochmal töten hier. In der Zwischenzeit musst du noch repariert werden. Feuer bitte! Komm schon! Brenne! Das geht doch. Man muss nur darum bitten. Man muss nur mal nett freundlich darum bitten und schon sind sie einem ganz entgegenkommt. Also man darf ihnen auch nicht mal was Schlechtes über Zombies reden. Das sind ja auch nur Zombies. Aber ich finde echt die Kombination aus der Mod mit dem Feuer und dem Knüppel nette Sache. Die rennt auch vor mir weg. Sie weiß genau, dass es nicht gut für sie ist, wenn sie neben mir rumturnt. Ah, jetzt kommt sie doch noch. Das hat sie mitbekommen. Nein, ich bin uninteressiert. Bleiben Sie fort. Ja, wir haben jetzt relativ weites Feld schon freigemacht. Ich nehme das Holz trotzdem mit. Man kann es immer gebrauchen. Und wenn ich jetzt ordentlich Holz habe, brauche ich es im besten Fall vor der nächsten Horde nicht nochmal holen. Ich gehe auch mal davon aus, dass die nächste Episode, die Horden-Episode, ein Ticken länger wird. Vielleicht mache ich die jetzt auch einen Tick länger. Weil ich eben die gesamte Horde in die nächste Episode damit reinpacken will. Ich will nicht mitten in der Horde einen Cut machen, weil das wäre für mich das Ende der Aufnahmesession dann. Und ich weiß eben nicht, ob ich, wenn ich dann den Server runterfahre, alles despawnt, was die an Zombies angeht. Deswegen mag ich auch keine Cuts direkt während der während eines Fighters oder wenn viele Zombies um mich rum sind. Also Cut im Sinne von Aufnahmeende oder Aufnahmesession beenden. Das merkt man auch häufig bei The Walking Zombie 2. So normalen Cut zwischen Folgen kann man ja machen, weil ich einfach nur einen Knopf drücke oder ich kann auch durchlaufen lassen und dann eben
im Nachhinein schneiden. Aber so einen richtigen Session-Cut mache ich da ungern. Das hatte ich, glaube ich, in einem früheren Let's Play stand schon. Dass ich eben dann, weil ich keine Zeit mehr hatte, mitten in der Horde oder mitten in einem Kampf wirklich mal Schluss machen musste. Ein unsichtbarer Baum. Einfach Schluss machen musste. Und dann, als ich dann wieder gestartet habe, ein paar Tage später für die nächste Aufnahme, war halt einfach alles weg. Die Zombies waren weg, es gab keinen Kampf mehr. Und ich glaube sogar, das war wirklich mitten in der Horde, weil ich mich verkalkuliert hatte, was das Timing mit den Folgenlängen angeht. Und das möchte ich hier eben schon umgehen. Das soll mir hier jetzt nicht passieren. Also eventuell jetzt heute und nächste Episode ein bisschen länger. Und dann eben mit der neuen Aufnahmesession nach der Horde wieder neu anfangen, quasi. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, was ich tun soll. Wo ich hingehen könnte. Was ihr sehen wollt. So, wie weit bist du rechts von mir entfernt? Ja, relativ weit. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Eure Ideen, eure Vorschläge, eure Wünsche. So, diese Seite ist gleich komplett abgeräumt. Dann gehe ich nochmal auf die andere. Oder ich werde erst die Spikes verteilen. Weil ich dann eben weiß, ob ich noch mehr machen muss oder ob das passt. Mit den 75 geschätzten. Ansonsten holen wir uns da drüben noch die Baumreihe mit. Gut. Also, zunächst einmal brauche ich noch ein paar Frames. Und wir müssen die Spikes mit runterpacken. Wir haben nämlich schon 23:30. Wir sehen hier auch, die sind sehr weit vorgedrungen. Habe ich das eigentlich? Ja, ich hatte das, glaube ich, soweit wieder alles aufgewertet. Ich hasse Spikes zu setzen. Weil manchmal springt der Spot, an dem ich sie platzieren will, immer so ein bisschen um. Nur plötzlich ist er direkt unter mir. So, ist das hier gleich weit oder fehlt hier eine komplette Reihe? Ich glaube, komplette Reihen können eigentlich selten fehlen, weil sie immer an einem Punkt reinrennen. Das sieht man hier. Sind sie querfeld eingerannt. Da wollten sie einfach nur direkt zu dir kommen. Also zu mir. Ich glaube aber, dass 70 zu wenig sind. Ich meine, wenn ich mehr mache, ist auch gut. Dann kann ich nochmal einen kompletten Ring drumherum setzen. Eine Reihe. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ist definitiv zu wenig. Erst den hinteren reparieren, wenn ich darf, bitte. Ich hasse das. Ich meine, sie machen gut Schaden, was natürlich schön ist, aber... So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Spikes. Machen wir nochmal 40 dazu. Machen wir nochmal
60, komm, warum nicht? Weitere 60. Hier sind sie nicht so reingekommen. Sie kamen vor allen Dingen über andere Seiten. Würdest du bitte... Na also. Dankeschön. Aufwerten muss man hier trotzdem noch. Jetzt gehen wir hier rüber nochmal schauen. Alles wieder reparieren, was soweit repariert werden kann. In Ordnung, es scheint es gewesen zu sein. Ich weiß, dass wir schon 13:30 haben und dass die Horde heute kommt. Musik, du brauchst mich nicht daran erinnern, was mir bevorsteht. Ich müsste schneller craften können. Glaube ich. Das wäre eine ganz gute Geschichte. Darf ich dich bitte reparieren? Na also. Ich bin hungrig. Ist ja mal was ganz Neues. Ja, wenn ich noch eine komplette Reihe drumherum machen könnte, wäre das ganz nett. Da würden allerdings auch die 40 nicht, die 70 nicht reichen, glaube ich. Das ist doch ein relativ großes Gebiet inzwischen um mich rum. Wie viel hätten wir denn von hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm schon. Reparieren bitte. Na hallo. Ja, nochmal. Danke. 6, 7, 8. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. 17 mal 4 plus 4. Also 18 mal 4 ist 56 mal 2 sind 112. Das schaffe ich sowieso nicht mehr. Wie ich das allerdings angehen werde, seht ihr beim nächsten Mal. Dann kommt auch die Horde. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die. Auf Wiedersehen.